Weil wir gerade über Wirtschaft gesprochen haben. Wir haben mutige Eltern hier, wir haben mutige Ärzte und Anwälte hier, aber wir haben noch keinen mutigen Gastronom, der sein Geschäft aufsperrt. Der erste Gastronom in Österreich, der sich traut, seinen Laden zu öffnen, soll sich bitte bei mir melden. Der Gerichtsprozess wird finanziert über Crowdfunding. Wir halten zusammen. Wir lassen uns unsere Geschäfte nicht zusperren. Als nächstes darf ich jemanden ankündigen. Da bin ich noch zu Hause auf der Couch gesessen und habe mir gedacht, warum tut keiner was? Die Dame ist aus Deutschland angereist. Wo haben wir sie denn? Wo ist die? Da ist sie. Sie ist aus München, glaube ich, angereist. Wie gesagt, eine Dame, die von der ersten Stunde an in München aktiv war. Die Frau Andrea Motschmann. Also, hallo. Alexandra heiße ich, aber ich werde schon die ganze Zeit Andrea genannt, das ist wurscht. Also ich habe hier gerade gesehen, The Great Reset. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alle die momentan gegen ihr Souverän sind und gegen das Souverän handeln, die möchte ich am internationalen Gerichtshof sehen und wirklich, dass sie für ihre Schandtaten gerade stehen. Denn wir sind das Souverän. Wir haben Liebe in uns. Wir wollen kreativ sein, wir wollen bewegen, wir wollen was Gutes machen. Und das ist das, was wirklich auf der ganzen Welt, als Souverän auf der ganzen Welt, genau das Gleiche überall ist. Ob in Amerika, in Australien, in England, in Europa, auch in China, wird auch immer wieder total runtergedrückt. Aber wir, das Souverän, wir werden jetzt eine Revolution starten. Und es gab eine Revolution vor ungefähr 200 Jahren, 1789. Und das war die Französische Revolution. Und jetzt wird die Revolution des Souveräns kommen. Und wir werden was Neues gestalten, eine direkte Demokratie, wo wir, das Souverän, wir werden mitbestimmen. Wir dürfen mitbestimmen und werden eine wundervolle Welt generieren. Und es wurde hier schon so viel gesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch die Leute, die meinen, sie müssen jetzt hier Journalisten spielen und aber keine Journalisten sind, sondern wirklich nur Propaganda machen, die gehören genauso vor den Gerichtshof. Sorry to say. Jawohl! So ist es! Und jetzt möchte ich nur noch eins von meinen Gedichten vortragen, weil das ist so eins, was ich denke, was für uns Menschen ganz wichtig ist. Und zwar das Positive. Aktivität. Das Leben viel zu kurz. Ein steter Umsturz. Zu schnell und schon vorbei. Ein zeitloser Aufschrei. Jede Sekunde wird genutzt. Die Schönheit herausgeputzt. Verändert und bewegt. Und die Negation hinweggefegt. Geschaffen werden tausend Sachen. Denken, erfinden, kreieren, lachen. Alles ist möglich. Alles ist machbar. Alles ersichtlich und alles formbar. Carpe diem, jeder Tag ein neuer Weg auf dem endlosen Lebenssteg. Heurika, im Sein gelesen, erschaffen und aktiv gewesen. Auf im kurzen Zeitgeschehen. Das Jetzt mit neuen Bildern versehen. Und der Nachwelt ganz, ganz, ganz gelassen immer wieder Positives hinterlassen. Vielen Dank und kämpft weiter. Und wir alle sind Helden. Jeder einzelne von uns ist ein Held. Und lasst uns immer wieder rausgehen zu den Menschen, die einfach noch nicht wach sind. Und lasst sie uns umarmen. Lasst sie wach küssen. Gebt ihnen einfach Feedback. Sagt ihnen die Wahrheit, wo sie nachlesen sollen. Rubicon und. Hier Servus TV. Wir werden es auf alle Fälle, es dauert, es ist ein Marathon.
Und ja, wir sind vielleicht erst an Kilometer 10, aber der Marathon wird gesiegt. Und wir als Souverän, wir werden obsiegen. Und habt noch einen schönen Weihnachten und einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Und feiert, was das Zeug hält!